Fangen wir mal an. Hallo, ich bin Ulrich und jetzt geht es um 50.000 Kilometer, die ich mit diesem Auto jetzt schon gefahren bin. Ich habe gerade einen neuen TÜV gekriegt, also 50.000 Kilometer in 3 Jahren. Das stimmt so nicht ganz, wir gehen mal einmal rum. Ja, weil das ja ein Grauimport aus Tschechien ist. So, was ihr übrigens hört, ist die Standheizung. So, wie bei immer, machen wir auch mal, gucken wir mal rein, innen, ja, könnte sauberer sein, ne? Aber immerhin bin ich ja dieses Mal schon mal durch die Waschanlage gefahren. So, Rücksitzbank ist ausgebaut. Das hier ist so ein Müll, dass man da immer so schwer und sauber machen kann. So, hier hinten. Die Stange, das hat sich unheimlich bewährt. Das ist eine Verschalungsstange aus dem Baumarkt. Müsste ich aber auch bei 25.000 schon erzählt haben. So, ja, hier auch Corona-Teste. Aber Corona ist ja jetzt vorbei. So, hier ist übrigens, das ging unheimlich schwer, der Benzintank. Und da ist auch dieses Ding für die Gasbelüftung. Lege ich euch einen Link zu rein. Ja, und was haben wir hier noch? Hier haben wir... Jo. So sieht das aus. Ah, hier muss ich die Motorhaube mal aufmachen, richtig. So, aber auch. Okay. Wie kriege ich das am unglücklichsten jetzt hin? Da. So, jetzt haben wir alle auf. Ja, hier unten Wasser, Öl, gucken wir mal eben nach, wie es da aussieht. Ja, also ich bleibe dabei, das ist doch schon ein Auto, was auch durchaus Öl verbraucht. Scheibenwischwasser, das könnte auch alles ein bisschen größer sein und hat er hier schon, sieht das nur so aus oder ist da schon die erste Sache irgendwie gebrochen? Aber wo gehört denn? Da. Nee. Naja. Jo, haben wir hier sonst noch was? Ja, jetzt können wir noch mal so rund ums Auto gehen. Ja, ich bin hier auf Arbeit noch. Und Kollegen, die auch spät dran sind, die gucken. Aber wir haben heute gar Freitag. So sieht das Ganze aus, wenn das Auto halt offen ist. Als ich dann klappe, habe ich wieder zugemacht. Jo. So, dann haben wir von außen soweit gesehen. Ich befürchte mal, die Batterie könnte schlapp machen, wenn ich mir so die Sachen angucke, dass sie mit der Standheizung nicht so wirklich zurechtkommt. Okay. Haben wir auch. Jo, dann setzen wir uns mal rein. Dann setzen wir uns doch mal eben rein. Oh, ja, okay. Wie sieht das Ganze jetzt hier von innen aus? Ja, das sind hier, ja, ist klar. So, die Standheizung, dazu gibt es ein eigenes Video. Hat ja jetzt gerade auch gelaufen. Wo ist denn mein Schlüssel überhaupt? Da ist mein Schlüssel. Schlüssel. Das Ding ist nach wie vor so ein bisschen hampelig. Was dieses Ding mit der Kofferraumklappe soll, weiß ich nicht. Auf, zu und ja, und diese Arretierung hier, die geht halt auch immer wieder, auch in der Tasche immer wieder auf. Das ist schon so ein bisschen. So, da könnt ihr gucken. Mittlerweile sind wir bei 5. Schön wär's. Links offen. Vordertür links offen. Und GEMA, Radio aus. Ja, ich bekenne mich zum deutschen Schlager. 50.520, das dürfte mit dem Thumbnail, was ich fotografiert habe, so nicht ganz übereinstimmen. So, ja. Das sind hier Hebel und so weiter. Alles funktioniert. Ja, was rede ich hier eigentlich für ein dummes Zeug? So, das funktioniert auch alles. Hier ist ein Knopf, keine Ahnung, wofür der da ist. Gespräche annehmen und auflegen, das habe ich schon mal gebraucht, aber seitdem ich nicht mehr gewerblich tätig bin,
so hier auch, den brauche ich ab und zu mal, die beiden wüsste ich auch nicht, wofür die da sind. So, hier haben wir am Radio den City, das ist die Viskosität der Servolenkung. Gut, hier muss man zum Beispiel die Sommerzeit einstellen. Mehr mache ich da aber auch nicht mit. Jo. Zur Heizung kann ich noch sagen, so wie es jetzt hier läuft, läuft es eigentlich ganz gut. Hatte ich das letzte Mal ja auch immer schon wieder gesagt. So eine Gradeinstellung, weiß ich nicht, ob ich die brauche. So Lüftung und Klimaanlage, auch das, also es funktioniert eigentlich alles. So hier. Das irritiert mich immer noch, dass man auch wirklich eine Klappe da betätigt. Aber das ist halt einfach. Wir hatten das kürzlich beim Kollegen, der hatte so eine elektrische Handbremse. Und das habe ich eigentlich erst mal gemerkt, als ich das in der Werkstatt sehen konnte, was das für ein Fake ist. Ne? Da bedienst du einen Motor und der bedient hier den Hebel. Mehr nicht. So, hier 10,2. Oh, ich muss mal eben den Motor anmachen. Oh. Oh, ja. Hatte ich nicht gesagt, die Bremse tut's nicht? So, wir gucken trotzdem mal eben weiter, wenn wir hier schon zugange sind. Ja, Getriebe. Erster, zweiter, dritter, fünfter. Vierter Gang brauchst du eigentlich nicht. So, Fensterheber, das ist auch so ein bisschen lästig, aber alles in Ordnung. Gut, was ich wohl gemacht habe, ist hier, habt ihr gerade gesehen, da ist ein Spannungsprüfer drin. Und dann, das ist die Energieversorgung mit 4 USB-Anschlüssen und Navi-Anschlüssen, ja. So, was fehlt mir? Ein elektrisch verstellbarer Außenspiegel, zumindest auf der rechten Seite und beheizbarer Außenspiegel. Die Standheizung geht hin und taucht die Scheiben rundherum auf, ja, aber die Scheiben, ich muss ja die Spiegel dann noch kratzen. Nebelschlussleuchte, weiß ich nicht, wofür das eigentlich gut, aber sie ist vorgeschrieben. Nebelscheinwerfer fehlen auch schon mal. So, und eigentlich wollte ich jetzt damit fahren, wenn er jetzt anspringt. Das hört sich nicht gut an. Okay. So, dann wollen wir jetzt mal starten. 50.000 Kilometer, unsere übliche Runde. Wir sind hier noch bei mir auf Arbeit. Jetzt hatte der gerade, ist die Spannung so abgefallen, dass da ernsthaft der ADAC jetzt kommen musste. Und wie fahren wir denn jetzt am besten? So wie immer. Also. Ja, Kollege. Hier in Coesfeld. So, wir sind in Coesfeld und ja, wir fahren jetzt nach Geschau auf die Autobahn 31, so wie immer. So, bis dahin will ich noch ein bisschen was erzählen. Was habe ich für eine Gliederung vor? Okay, so, Gliederung ist ungefähr so vorgesehen, dass wir erstmal im Wesentlichen über Kosten reden. Dazu kann ich jetzt so viel sagen. Wir haben jetzt, ich war jetzt zum einen gerade beim TÜV. Das hat 140 Euro gekostet. Wenn man davon ausgeht, alle 2 Jahre sind das die ersten 70 Euro. 130 Euro Steuern, sind wir bei 200 Euro, 300 Euro Versicherung, sind wir bei 500 Euro und noch ADAC, gerade eben ja gebraucht, dann sind wir bei 600 Euro im Jahr, 50 Euro im Monat an sogenannten fixen Kosten. Ah. Und ja,
fixe Kosten. Das sind 50 Euro im Monat. Okay. Machen wir weiter. Ja, ich will gerade nicht in die, nachdem die Batterie jetzt so weit runter war, nicht in die Stadt Stopp rein. So, das war schon wieder ungewohnt, weil normalerweise kommt ja dieses Anspringen. So, hier ist immer ganz lustig, die Dorfbewohner zu sehen, die nicht wissen, wie man in eine zweispurige Straße abbiegt. Gut, so. Kosten. Ansonsten haben wir natürlich so Kosten für, ja, Öl. Das Auto verbraucht Öl, ja, mehr als der Honda, den ich hatte. Und irgendwie auch Kühlerwasser. Auch das ist, ja, das sind so diese Kleinteile, wie sagt man so schön, et läppert sich. Et läppert sich. Okay, aber viel ist das dann auch nicht. Lass das nochmal ein Huni sein. Gut. Und nachdem wir das haben, dröseln wir das Ganze jetzt mal auf. Und zwar unterscheide ich ja, wie in den letzten Videos gesagt, wir hatten ja das Unboxing-Video, wir hatten das 10.000 Kilometer-Video, 25.000 Kilometer und jetzt halt 50.000 Kilometer-Video. So. Und das reicht, denke ich, auch aus, das alle 50.000 Kilometer dann zu machen, dass wir dann das nächste bei sag mal 100.000 Kilometern dann machen. Das sollte vollkommen ausreichen, denke ich. Gut, 3 Jahre alt, 50.000 Kilometer. Ich unterscheide einmal langfristige Kosten, mittelfristige Kosten und kurzfristige. Langfristige sind die, die im Leben des Autos nur einmal vorkommen. Kann man schnell sagen, das ist die Anschaffung und eventuell negativ ein Verkaufserlös. Was kommt da noch zu Zulassungsgebühr? Jetzt bin ich schon, Zulassungsgebühr, Abmeldegebühr. Ja, und im Wesentlichen war es das dann schon. Ja, Winterreifen, der erste Satz, der spielt noch eine Rolle. Und die erste Ladung Volltank, die gehören da rein. So, im Wesentlichen ist es das aber. Man kann da jetzt, gibt so ein paar Punkte, wo man das diskutieren kann. Die Frankreich-Ausrüstung, da lege ich euch dann aber den entsprechenden Link rein. Und das auch, was war das, die grüne Plakette. Für Frankreich ist eine eigene 5 Euro... 15 Euro Lampensätze sind wir bei 20 Euro, 25 Euro die Mautbox sind wir bei 20, 40, 45 Euro, nochmal 10 Euro, 5 Euro für so einen Alkoholtest sind wir bei, sag mal, 50 Euro, 70 Euro, sowas. Die fallen also kaum ins Gewicht bei diesen Kosten. Und so, wenn man da jetzt mal rechnet, 10.000 Euro hat das Auto gekostet. Bei 10.000 Kilometern sind wir da auf 1 Euro. Ja, um sowas gerade im Anfang abzufedern, gibt es den Begriff der AFA, Aufwendung für Abschreibung. So ein Auto wird in der Regel mit 3 Jahren kalkuliert. Das heißt, eigentlich müsste der jetzt also verkauft werden, weil er jetzt 3 Jahre alt ist. Zum einen ist er die noch nicht wirklich, weil das ist ja ein Grauimport aus Tschechien, wie ich immer sage. Ist auch eine tschechische Gebrauchsanweisung drin. Ja, und da ist er halt im Februar, glaube ich, zugelassen worden. Und ich habe den ja erst im Juni gekriegt. Gut. So, 10.000 Euro durch 10.000 Kilometer ist klar. Durch bei 100.000 Kilometer sind wir dann auf 10 Cent. 1 Million Kilometer, um auf 1 Cent zu kommen, ist unrealistisch, aber auch 500.000. Also wir werden da irgendwo, wenn wir der Wahrheit ins Auge gucken wollen und einen wirklichen Preis pro Kilometer ansetzen wollen für die Anschaffung, dann kommen wir da irgendwo auf wenigstens 5 bis 10 Cent den Kilometer. Ja. So, aktuell ist das Auto, nachdem er jetzt vollständig abgeschrieben ist, in der AFA zumindest, auf 22 Cent. Ja.
So, aber ich gehe davon aus, dass der noch bis auf 10 fällt. Aber viel weiter runter, das ist einfach nicht realistisch. Okay, dann reden wir mal über die kurzfristigen Kosten. Das ist auch noch ein ziemlich einfacher Block. Das ist alles das, was unmittelbar am Kilometer hängt. Das ist im Wesentlichen Benzin. Also, und ja, Parken, Knöllchen, Tickets. Knöllchen habe ich noch keins gekriegt für falsches Parken. Tickets, ja, Willem Alexander, der König der Niederlande, der hat mich schon, ich glaube, dreimal sogar schon geblitzt. Dreimal in 3 Jahren, das geht eigentlich. Woanders habe ich noch nie X gekriegt. Was da auch zugehört ist, Maut ist bei mir noch ein Thema, im Speziellen für Frankreich. Gut. Und da kommen wir aktuell auf 9 Cent, die im Moment exorbitant hohen Treibstoffkosten von ja über 2 Euro der Liter. Kostet Benzin auch 2,10 Mark, ich will Spaß. Oder waren kostet Benzin auch 3,10 Mark, ich will Spaß, ja. Wirken sich dort aber noch nicht aus. Der Preis bei den kurzfristigen Kosten von 9 Cent, ja. So, da sind wir dann irgendwo schon bei 15 bis 20 Cent. So, reden wir mal über die mittelfristigen Kosten. Hatte ich ja gerade gesagt, das waren 600 Euro, also 50 Euro im Monat. Bei, ja, wie viel Kilometer? 1000 Kilometer, 2000 Kilometer. Wenn man 50.000 durch 3 teilt, dann kommt da irgendwie 18.000 Kilometer im Jahr raus. Das wären 1000, jetzt muss ich ja rechnen, 1500 Kilometer im Monat. Also 50 Euro auf 1500 Kilometer. Da kommen wir aktuell, kann ich euch sagen, auch so auf 4, 5 Cent. Riskiere das mal und mach mal Start-Stopp rein. So, jetzt ist der Motor aus. Normalerweise sollte jetzt auch nichts großartig passieren, weil der Motor eigentlich merkt, wenn die Spannung kritisch wird, und dann springt er auch im Stand wieder an. Hat es das schon gegeben? Ja, in Holland kann das schon mal passieren. In Deutschland wüsste ich das so nicht, schon mal erlebt. Im Stau, ja. Wenn du vor einer Baustellenampel stehst, da kann das schon mal passieren, dass er jetzt in so einer Situation wieder anspringt. Und in Holland, Ampeln schalten entweder sehr schnell oder sehr lange. Und da kann das auch schon wohl mal passieren. So, normalerweise springt er dann auch, bevor die Spannung kritisch wird, wieder an, wenn das jetzt länger dauert. Weil die Batterie, ich weiß noch nicht, wie schwach sie denn jetzt wirklich ist. So. Jo, und dann ziehen wir den jetzt gleich mal, wie wir das die letzten Male auch gemacht haben. Gut, beim Unboxing ging es ja nicht, wir mussten ja wenigstens 10.000 Kilometer, musste ja so fahren. Bis du da was machen kannst.
war da. Aber hier sieht man wieder, wenn man Abstand hält, dann geht da sofort einer wieder rein. Gewisse Zeit jetzt probiert. Da ist die Ausfahrt, da muss man raus. Das machen wir aber auf dem normalen Karfreitag nicht nochmal. Heute ist der Tag der Premieren. Ja. Ja, und jetzt können wir mal weiter über Kosten reden.
Also 170 hat der Tacho jetzt angezeigt, war mal ganz spannend. Na, hier brauchen wir jetzt nicht schneller als 90. Ja, aber da sitzt einem doch dieses Hochgeschwindigkeitsfahren. Das ist so ein bisschen so adrenalinmäßig. Hat das was, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. So, was hat man jetzt an Kosten? Ein Krankenwagen. Interessiert uns nicht. Was hat man jetzt an Kosten? Ja, wie gesagt, wir können bei den langfristigen Kosten irgendwo von 5 Cent, das mutig gerechnet. So, bei den kurzfristigen Kosten für Benzin 10 Cent, sind wir bei 15 Cent. Und dann können wir nochmal 5 Cent für mittelfristige Kosten rechnen. Das ist aber auch mutig gerechnet. Sind wir bei Minimum 20 Cent den Kilometer. Ich würde sagen, mit 30 Cent kommen wir wahrscheinlich eher hin. Weil jetzt geht so allmählich diese Situation los. Seht ihr ja, die Batterie ist allmählich durch. Hatten wir ja jetzt, war zufällig heute auch der Fall. Irgendwann werden die Bremsen kommen und ähnliches. Nee, Ölwechsel haben wir auch schon mal gemacht, wird ja auch geguckt. Reifen halten nicht ewig, so diese Kosten, die kommen jetzt so nach 3 Jahren. TÜV das erste Mal, also wie gesagt, mit 20 Cent, das dürfte die unterste Messlatte sein. Unter dem geht es mit Sicherheit nicht. Jetzt kann man ja mal fragen, pro Kilometer, wie weit kommt man jetzt mit einem Kilometer? Ja, bis zum Zigarettenautomat, zum Supermarkt wird das schon eng, ne? Je nachdem, wo man wohnt. Wie weit kommt man mit 10 Kilometern? Da sind wir schon bei 2 Euro. Auch gar nicht allzu weit. Ah, die nächste Premiere, dass wir vom Bahngleis halten. Ah, ein Schienenbus. So, Start, Stopp. 12,6 Volt. So, also ich gehe davon aus, selbst wenn die langfristigen Kosten auf 5 Cent fallen, dann werden eventuell, dann müssten aber die mittelfristigen Kosten wieder steigen. 30 Cent, sowas muss man wirklich für so ein Auto, denke ich, kalkulieren. Ja, gut, jetzt geht's weiter. Mit 10 Kilometern zum Supermarkt und zurück, 100 Kilometer, ja. 1000 Kilometer sind das, was ich Wohnung, Arbeitsstätte im Monat verjuckele. 1000 Kilometer. Ja, ich bin 25 Entfernungskilometern, könnt ihr ja rechnen, sind 50 pro Arbeitstag mal 230. Das kommt ganz gut hin, was das Finanzamt da rechnet. So, wobei das Finanzamt natürlich irgendwie 30 Cent pro Entfernungskilometer rechnet und das kommt nicht hin. Definitiv nicht. So, ja, das ist 1000 Kilometer und ja gut, jetzt kann man mal rechnen, 20 Cent pro Kilometer, 2 Euro für 10 Kilometer, 20 Euro, das wären fast 200 Euro im Monat, nur fürs Autofahren, nein, 300 Euro, weil ich ja ungefähr 500 dann im Schnitt ja auch noch privat fahre. Ich meine zwar auch, das müsste eigentlich mehr sein. Dazu lege ich euch noch mal einen Link unten rein. Da geht es um Elektroautos mit Wechselakku. Hat den Hintergrund, dass man da einfach wissen muss, wie viele Kilometer man wirklich fährt. Und wer weiß das schon so genau? Gut, was haben wir noch? 1 kann ich euch noch mal unten reinlegen, wenn ich sage, ja 20, 30 Cent muss man schon rechnen. 20 ist die unterste Messlatte. Das Diesel-Paradoxon, da habe ich das mal erläutert, wieso wir Diesel fahren. Hintergedanke ist aus meiner Sicht der, so viel Kilometer kannst du nicht fahren, dass sich der Diesel lohnt. Das ist ja meine These. Und dort habe ich das ja mal aufgedröselt.
So, das ist jetzt eine Situation, wo ich in den vierten Gang gehe. So. So viel Kilometer kannst du nicht fahren, dass du das wieder rein, die ganzen Mehrkosten wieder reinholst. Und in dem Video habe ich dann aber auch erklärt, für mich zählt ja das, wenn ich an der Tankstelle bin, mir an den Arsch packe und die Knippe raushole. Das ist ja das, was für uns zählt, sagen wir mal ehrlich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sieht halt einfach so aus, dass man diese Kosten für die Neuanschaffung, wer, sagen wir mal ehrlich, wer rechnet die denn? Ne? Und auch diese ganzen Kosten, die 600 Euro, die ich da gerade vorgerechnet habe, das sind ja auch Kosten, das habe ich wie gesagt, das ist wie in dem Video des Dieselparadoxon, das sind ja so Kosten, die merkt man irgendwo schon, also die Anschaffungskosten, wenn so ein Auto dann, lass es 10 Jahre halten, lass es 10 Jahre halten, dann hätte es 200.000, ja, ein bisschen mehr erwarte ich mir eigentlich schon. Ich habe eigentlich noch jedes meiner alten Autos immer so mit gut 300.000, 360.000 Kilometern gefahren, dann kann er auch ein bisschen älter werden. Aber weiß man alles nicht, das sind alles so Ceteris Paribus-Annahmen, von denen man nicht so ganz genau weiß, wie sie dann eintreten. So, wir fahren heute mal eine Nebenstraße. Das haben wir bei den letzten Malen anders gemacht. Aber hier sind wir alleine. So, auch wieder vom dritten in den fünften Gang. Ja, und auch ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich jetzt für, ich will morgen eigentlich nach Markt Redwitz, ob ich dann wirklich da hinkomme, muss man mal gucken. Und ja, das sind 700, gut 700 Kilometer hin, 700 zurück, plus noch ein bisschen was vor Ort, 1500 Kilometer sind 3 Tankfüllungen. So rechnet man doch, machen wir uns mal nichts vor. Ne? Was für mich zählt, ist das, was ich an der Tankstelle bin, wenn ich mir einen Arsch packe und die Knippe raushole. Das sind doch die Kosten, die zählen. So, und die 600 Euro, ja, der TÜV, gut, 140 Euro, das zieht rein. Aber das hast du auch nur alle 2 Jahre. So, wo wir uns nochmal eben drüber unterhalten können, ist die Versicherung. Mit 300 Euro im Jahr ist das relativ viel. Warum? Weil er noch in der Vollkaskoversicherung ist. Für ein 3 Jahre altes Auto ist das ziemlicher Blödsinn. Ne? Ja, und ich war auch, im November fährt man ja immer zu seinem Versicherungsvertreter und da, das sind dann diese dämlichen Gespräche. Darf es ein bisschen was mehr sein? Nein, darf es nicht. Wenn ich ein Auto kaufe, das ist auch immer so ein Graus. Darf es ein bisschen was mehr sein? Nein, ich hätte gern ein Auto mit 4 Rädern, einem Lenkrad, einem Getriebe und einem Motor. Und Stuhl und Dach wäre auch noch gut. So, bei VW bin ich das damit diesen Argumenten mehrfach rausgeschmissen worden. Autoverkäufer sind damit vollkommen überfordert. So. Das stimmt aber auch nicht so. So ein bisschen so ein Opfer von diesem darf es ein bisschen was mehr sein, von dieser Käsetheken-Mentalität, wie ich immer sage, bin ich dann auch. Dieses Auto hat auch, kostet ja in der nackten Ausstattung 7.000 Euro und der hat jetzt 10 gekostet, weil er halt eben doch einen stärkeren Motor hat. Ja. So, und was wir halt auch noch angebaut haben, ist, wie gesagt, die Standheizung, hatte ich schon erzählt. So, jetzt war es so, nach 2 Jahren, Ende der Vollkaskoversicherung. Ja, nach 4 Jahren, 5 Jahren, da kann man dann auch aus der Teilkasko rausnehmen, denke ich. Gucken wir dann, kommt auch immer ein bisschen auf den Preis drauf an. So, und dann sagt er mir, weißt du eigentlich, was das Auto noch wert ist? Wieso? Da sage ich, willst, und dann zeigt er mir da Preise bei mobile.de, auto1.de und wie die diese ganzen Sachen so heißen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? 9.900 Euro. Das heißt, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass die Karre in 2 Jahren keinerlei Wertverlust hat. Guckt ihr mich an? Doch. Ich musste an das Jahr 1990 denken. Da war ich noch, ja, Fahranfänger schon nicht mehr.
jetzt bin ich mehr der Jüngste, da hatte ich schon ein paar Jahre einen Führerschein. So bin ich auch Mitglied im ADAC geworden, weil meine Eltern haben mich doch mit der Rostlauben, die man so als 18-Jähriger fährt, nicht nach West-Berlin gelassen. Um Himmels Willen, wenn ihr in der Deutschen Demokratischen Republik liegen bleibt, da kommt ihr doch ins Kittchen und da kommt ihr nie wieder raus, wenn da irgendwas mit dem Auto passiert. Ach Gott, die haben keine Ersatzteile. Die Menschen dort leiden Hunger. Ihr wisst, du weißt, was wir an Paketen regelmäßig rüberschicken. Weil meint ihr, was ich da alles zu hören gekriegt habe? Ja. Und die Mindestvoraussetzung, um das zu verhandeln, dass ich mit meinem Auto dann nach West-Berlin fahren durfte, war halt die ADAC-Mitgliedschaft, damit man zumindest ein bisschen abgesichert ist. Gut, dass man da verhaftet wird und dass man da dann Hunger leiden muss und das lassen wir mal alles einmal so im Raum stehen. Ne? Das scheint mir wohl eher Propaganda gewesen zu sein. Aber ich weiß, dass wir Pakete geschickt haben mit Lebensmitteln drin, das weiß ich, das kann ich noch sehr gut erinnern. Aber wir schweifen gerade ab. Aber 1990 war es dann ja so, da hatte ich ein Auto, jetzt müsst ihr mal rechnen, das war Erstzulassung, das war ein VW Passat von 1976. Da haben die mir Unsummen für geboten. Das nutzte aber alles nichts, ich brauchte ja ein Auto. Ich konnte den nicht verkaufen. So, und momentan, ganz so schlimm ist es wohl nicht, aber die Preise sind hoch für gebrauchte Karren im Moment. Dass du den 2 Jahre fahren kannst ohne Wertverlust. Und darum haben wir ihn jetzt nochmal in einer Vollkasko drin gelassen und darum ist die Versicherung mit 300 Euro so relativ hoch. Ne? Also es ist die gesetzliche Haftpflichtversicherung plus, ich glaube, Teilkasko plus Vollkasko. Mit den üblichen Selbstbeteiligungen drin, ja. Und dann gucken wir mal nächstes Jahr. Ich will den eigentlich aus der Vollkaskoversicherung raus haben. Ihr wisst, dass ich zu Versicherungen allgemein gespaltenes Verhältnis habe. Nicht nur das mit der Krankenversicherung, was ich da, das Theater, lege ich einen Link zu rein, sondern ich habe es auch mal mit der Autoversicherung gehabt. Da ist mir einer ins Auto gefahren, also im ruhenden Verkehr, da war ich auch noch Student, unter den Augen der Polizei. Telefon klingelt. Bis ich dann am Telefon, Handys gab es noch nicht, ich bin ja nicht der Jüngste, gab es schon, aber das war alles noch nicht so weit, schnurlos Telefone, das war alles noch nicht so weit wie heute. Das gab es alles schon, aber so weit war die Technik noch nicht. Gut, rufst du mal die Nummer wieder an. Hier ist die Polizei. Ja, in dem Moment läuft dein Leben in Sekundenbruchteilen an dir vorbei. Wenn du irgendeine wildfremde Nummer zurückrufst und dann ist da auf der anderen die Polizei dran. Sind sie in der Nähe ihres Autos? Ja, können sie da mal runterkommen? Da ist ein Streifenwagen, ihnen ist nämlich gerade einer reingefahren. Okay? Ihr müsst nicht glauben, dass die gegnerische Versicherung bezahlt hätte. Klagen musste ich nicht, ich musste einen Rechtsanwalt einschalten, aber die haben wirklich versucht, ich hatte ja 2 Polizisten als Zeugen und die haben wirklich versucht, das nicht zu begleichen zu müssen. So, ist das dreist oder einfach nur unverschämt? Und ihr wisst ja, man braucht 7 Zivilaussagen um eine Polizistenaussage, die haben die versucht zu... Wenn, die hätten fast geklagt. Das wäre wirklich... So, und seitdem bin ich mit Versicherungen ganz, 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 ganz vorsichtig. So. Und das hatten wir auch bei dem Mitsubishi, das kam gerade beim ADAC. Ist das der Mitsubishi? Nee, den gibt es schon 3 Jahre nicht mehr. Und auch da bei dem Mitsubishi war das auch diese Nummer. Was wollte ich da jetzt gerade zu sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Mit der Versicherung, genau. Der ist mir ja in Berlin mit einer Kupplungsschaden liegen geblieben. Vorm Berliner Hauptbahnhof, mitten auf der Kreuzung. Habe ich aber an anderer Stelle erzählt. Die Ergo will nicht bezahlen. Auch dort diesen Schutzbrief, der da ja irgendwie in diesen Versicherungen immer mit drin ist. Die Kosten trägt nicht der ADAC. In dieser Mitgliedschaft ist ja auch eine Art Versicherung mit drin.
für einen Mietwagen und so weiter, sondern da müssen die sich dran beteiligen, massiv dran beteiligen. Meint ihr, die wollten freiwillig bezahlen? So, seitdem bin ich mit Versicherungen immer, was nützt mir eine Versicherung, die, wenn dann mal wirklich was passiert, sowieso sagt, mein Name ist Gummi, ich ziehe mich zurück. Was nützt das? So, darum bin ich mit Versicherungen immer so äußerst skeptisch und äußerst knapp. Ich denke, es gibt kein Leben ohne Risiko. So, wir sind zu Hause. So, ja, hier muss man immer rückwärts rein. Mehr Platz ist hier an der Ausfahrt nicht, weil... So, das ist so der Moment, wo ich dann sage, hier könnte ich dann doch mir vorstellen, einen verstellbaren Außenspiegel zu haben. Einfach weil, ja, sag mal, ach, ich habe mit 25 FPS aufgenommen. Weil das hier mit dem Mäuerchen, ja, da wäre das manchmal schon praktisch, wenn man den in zwei Positionen bewegen könnte. So, aber ansonsten bin ich mit dem Auto so im Wesentlichen rundum zufrieden. Ne? Der ist nicht zu groß, nicht zu klein, passt. Die Kosten, denke ich, sind tragbar. Und dass so ein Auto ja nun irgendwo 20, 30 Cent den Kilometer kostet und dass das auf 1000 Kilometer entsprechend sich hochpotenziert auf, ja, 100 Kilo, Moment, weil hatte ich 300 Euro. Ja, fahrt mal nach Holland und guck mal, was so ein Autokind da kostet. Okay, dann die nächste Tour diesbezüglich ist bei 100.000 Kilometern. Was jetzt noch kommt in Sachen Auto, ist einmal der Spritverbrauch. Ich habe das jetzt ausprobiert. Wir haben ja vier Treibstoffsorten, ne? E10, E5 Plus und Ultra Super 100. Und da bin ich mit jeder dieser Treibstoffsorten 10.000 Kilometer gefahren. Bei 50.000 passt nicht ganz, ne? Ungefähr 13.000 waren es dann insgesamt. Und da kamen überraschende Ergebnisse raus, ja. Das Video mache ich dann demnächst in diesem Theater. Und ja, ein Jahr Mikrocamper kommt dann diesen Sommer irgendwann. Ja, das ist immer die Frage, ab wann ist das ein Mikrocamper? Der Moment, wo wir die Sitze ausgebaut haben, der Moment, wo wir die Standheizung eingebaut haben, eher der Moment, wo wir mit der Standheizung, das war so der wesentlichste Eingriff ins Auto. So, das kommt dann auch noch, aber im Wesentlichen zum Auto will ich auch gar nicht so viel immer machen. Ein bisschen Autowandern. Ja, in Frankreich mal, wenn mal wirklich ein Tunnel, eine Brücke oder sowas da ist. Oder wenn Maut. Ja, okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei dann in diesem Playlist dann bei 100.000 Kilometern. Wenn das Auto bis dahin noch hält. Ade.